Ich habe euch eine Fortsetzung versprochen und ihr bekommt sie natürlich auch. Herzlich willkommen hier zu dem neuen Video über meine Skalare und die Aufzucht der Jungen. Ja, von Tag 1 bis 28 habt ihr schon zwei Videos bekommen. Guckt gerne mal in der Playlist nach. Wer die verpasst hat, kann da gerne nochmal nachschauen. Tolle Bilder dabei, tolle Eindrücke. Einfach ja ein ganz spannender Aspekt unseres Hobbys, so mal in die Zucht zu gehen, in die Vermehrung zu gehen. Gibt ja da immer ja, Streitigkeiten, ab wann ist es Zucht, ab wann ist es Vermehrung. Ihr wisst, Aqua2Go hält's einfach. Und ja, ich habe hier euch nochmal ein paar Aufnahmen, wo die Eltern noch im Becken sind. Ja, wir starten aber hier ab Tag 28 und da waren die Eltern schon nicht mehr mit dabei. Ja, man kann die rausnehmen, wenn man sieht, dass sie keine wirkliche Aufgabe mehr erfüllen hier im Becken. Ja, sie betreuen die nicht mehr und die Kleinen sind selbstständig und ja, dann kann man Elterntiere rausnehmen. Vorher ist es immer eine, ja, nicht so gute Idee. Ja, ich bin kompletter Gegner auch von, ich nehme die Eier raus und ziehe die separat von den Eltern auf. Ja, macht nur Probleme hinterher. Also man sieht es auf ganz vielen Kanälen, was mit den Tieren passiert, die nicht selber Aufzucht erlebt haben. Bei den Eltern, ja, die tun sich schwer, manche schaffen es gar nicht, fressen ihr Gelege und ah, ich habe das schon so oft erzählt und gemacht und man sieht es auf allen möglichen Kanälen. Ja, bitte, wenn ihr Tiere großzieht, lasst die Eltern noch dabei, solange sie eine brutende Funktion haben. Ja, ihr hört es an meiner Stimme vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen, habe eine fette Erkältung, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, das Video fertig zu machen. Ja, also, es ist doch auch wirklich wunderschön anzugucken, wie ja die Natur das alles so perfekt harmonisiert hat, wie eine Aufzucht, wie eine Pflege ist. Ja, ich verstehe das einfach nicht, dass Leute sich das nicht wirklich tun, nur um nachher ein paar Jungtiere mehr zu haben. Naja, gut. Also, was können wir sehen? Wir sehen hier schöne Artemia-Bäuche. Ja, Artemia, ein ja, schon lange bewährtes Aufzucht-Medium. Ja, die kleinen Salinenkrebschen habe ich auch schon extra Videos drüber gemacht, wie man die auch großziehen kann. Schaut mal in der Playlist nach. Ja. Auch für ja, erwachsene Tiere ein gefundenes Fressen und erkennt man immer gut, dass die Tiere da rangehen, wenn die Bäuche so schön diesen rosa Glanz haben. Ja, über die Farbvarianz habe ich ja schon einiges gesagt. Ihr seht nämlich hier dunkle und helle Tiere. Ja, die Elterntiere dunkel, aber irgendwann war da halt mal in den Generationen vorher auch wohl ein helles Tier mit dabei und es schlägt sich dann auch irgendwie durch. 50% ungefähr waren hell, die anderen dunkel. Also etwas, was ich absolut nicht erwartet hätte. Ja, da sieht man die Mendelsche Vererbungslehre wieder live in Aktion. Ja, am Anfang Artemia-Fütterung und gleichzeitig habe ich noch einen Aufzuchtfutter-Link, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und auffällig war, dass die Elterntiere beim Fressen sehr vorsichtig waren. Habe ich auch schon erzählt. Ja, Mückenlarven sind sie nur ganz, ganz vorsichtig rangegangen. Aus für mich ja, gibt es da nur zwei Ideen. Einmal, um den Babys nichts wegzufressen. Oder wirklich aus Angst davor, irgendwie auch ein Baby mit zu verspeisen. Was anderes ist mir da nicht eingefallen. Vielleicht habt ihr ja noch eine dritte Theorie, dann bitte kommentarmäßig könnt ihr euch ja wie immer austoben. Habe ich nichts dagegen und ist mir immer eine große Freude, Kommentare zu lesen, zu beantworten. Das kennt ihr ja schon von mir. Ja, die Elterntiere, wunderschön, wirklich. Ich mag diese Zuchtform, eigentlich stehe ich total auf die Naturformen. Aber hier diese dunkle Pinot Noir Färbung hat es mir angetan, auch mit dieser schönen Varianz in den Flossen. Ja, da gibt es so fast schon türkisene Elemente, je nachdem wie das Licht drauf fällt. Ja, leichten blauen Schimmer.
Also habe mich verliebt in die und finde die klasse. Und ja, bin froh, dass ich sie habe. Ja, und dann nach 3,5 Wochen kamen sie raus. Und die Kleinen wurden dann hier allein gelassen und haben sich ganz normal weiter verhalten, sind also im ganzen Becken unterwegs. Ja, und ab da habe ich auch angefangen, nur noch Aufzuchtfutter zu verwenden. Ja, diese Artemia-Rumblubberei oder die Hobby-Schalen waren da auch zu klein dann für diese Menge. Die geht mir irgendwann auf den Nerv. Ich habe zwar eine relativ effiziente Methode gefunden, dass ich sie nicht immer alle ein, zwei Tage sauber machen, neu ansetzen muss. Ja, auch da gibt es Videos drüber. Auch mit dem JBL-Trichter und allen Trichtersystemen funktioniert es eine Zeit lang, ja, ungefähr eine gute Woche bis eineinhalb, dass man immer wieder auffüllt mit Eiern und dass die dann nachschlüpfen und so. Hat man immer wieder dann mehrere Tage ineinander ja, die Artemia vorrätig, aber es ist einfach ein blödes Geblubber und es stinkt dann auch irgendwann und dann immer wieder neu ansetzen. Und ich muss sagen, mit diesem ausgewogenen Aufzuchtfutter habe ich super Erfahrung gemacht. Ja, auch hier sehen wir bei den Betarubras, auch die werden damit großgezogen. Ich bestimmt schon an die 100 Jungtiere weitergeben können. Also funktioniert hervorragend. Da ist wirklich alles drin, was die Tiere brauchen. Ja, auch schon, wo sie ganz klein sind, nehmen sie das einfach in einer kleinen Suspension so ein bisschen aufweichen, mit einer Pipette reinspritzen. Klappt wunderbar, habe ich also jetzt bei verschiedenen Arten schon ausprobieren können. Ja, ihr seht, da zwischendurch gab es immer auch mal wieder eine Ladung Artemia, und das ist natürlich auch ein bisschen was, um so ein bisschen den Jagdtrieb zu reizen. Ja, ab der Größe, jetzt sind sie ungefähr so 3 cm groß, habe ich auch schon die ersten an befreundete Aquarianer abgegeben. Ja, einfach mal zu gucken, klappt das schon ab der Größe, und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Also, ich habe keine Ausfälle weiter gesagt bekommen, Tiere sind stabil und das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn sie dann in andere Wasserwerte kommen und das gut verkraften, ja, dann weiß man, okay, die haben eine gute innere Abwehr mitbekommen, so dass man wirklich guten Gewissens die auch weitergeben kann. Und so soll das eigentlich sein. Ja, wenn ich so oft höre, oh, Guppy, Hochzuchten fallen um. Ja, eigentlich stabile Tiere, die ja so Theater machen. Das ist, würde ich sagen, zu 90% wirklich eine zu sterile und ja, einfach falsche Aufzucht. Und da leidet das ganze Hobby drunter. Leute hören auf damit, weil die Tiere nicht stabil sind. Sie kaufen sie vom Handel und setzen sie ins Becken. Und ja, ich gucke wirklich immer mehr danach, dass ich Tiere von privat bekomme oder von Händlern, wo ich weiß oder vermute, dass sie danach schauen, dass sie wirklich eine gute Aufzucht erfahren haben. Ja, schaut doch mal jetzt, wie viele könnten das wohl sein? Wenn man jetzt so reinguckt und mal schätzt,
Und ganz bestimmt liegt ihr genauso daneben wie ich auch. Ich habe sie also gezählt, habe ein Bild vom Becken gemacht, das Bild in Raster eingeteilt und ich bin auf 70, exakt 70 Exemplare gekommen. Ja, dann kam eine Anfrage von einem Züchter, er würde mir alle abnehmen. Habe ich gesagt, oh nee, alle geht nicht, habe schon viele versprochen und möchte auch selber noch ein paar ins große Becken setzen. Ja, aber so 40, 50 kann ich dir geben. Ja, dann ging ich her und also da war, einmal mit dem Kescher durch, Eimer gezählt, 50 Stück, wunderbar. Ich gucke ins Becken und ich denke, hä, das ist ja immer noch voll. Gehe nochmal mit dem Kescher durch, zähle nochmal 40 Stück raus und es ist immer noch eine ganze Menge im Becken los. Also es waren keine 70, 80, wie ich vermutet habe, sondern 150 Jungtiere. Ja, zwei davon sind gestorben, einer ist rausgesprungen, anderen habe ich tot eines Morgens im Becken liegen gesehen, sonst konnte ich keine Ausfälle feststellen. Ja, und ihr seht ja schon, dass es langsam immer weniger werden, weil der Verkauf doch ganz gut geklappt hat. Und dann fing es auch an, dass ich mal gedacht habe, kommt Jungs, jetzt könnt ihr auch mal gucken, was so Mückenlarven, ob ihr da schon fit seid, um die zu fressen. Und tatsächlich, schaut mal hier, wie die kleinen Piranhas, sind sie drauf gestürmt. Also selbst die großen ausgewachsenen Mückenlarven, die hatten keinen Respekt davor. Das ist immer ein gutes Zeichen. Beim Futter abwechslungsreich, ja, so dass sie auch wirklich bei der Abgabe an ziemlich alles gewöhnt sind. Und das ist auch immer eine wichtige Sache, so dass das hinterher keine großen Probleme gibt. Ja, und als ich die Tiere mal in einem Livestream gezeigt habe, wurde vermutet, dass diese helle Färbung noch ein bisschen nachdunkelt, dass vielleicht auch eine Schattierung rauskommt. Und ich kann sagen, nein, die sind absolut schneeweiß geblieben. Ja, ich habe mir noch drei Stück zurückbehalten und auch da ist noch nicht wirklich irgendwas zu sehen. Die sind wirklich teilweise glasig, dass man fast durchschauen kann. Also sehr interessant und spannend und die Leute, die welche gekauft haben, die haben sich teilweise gar nicht richtig entscheiden können, nämlich jetzt die hellen oder die dunklen, die haben sie dann teilweise durchgemischt. Ja, und das ist natürlich auch immer eine gute Geschichte, wenn man so ein bisschen Varianz ins Becken haben möchte, dann von denselben Tieren unterschiedliche Farbschläge, aber das gestaltet natürlich jeder, wie er möchte. Das ist natürlich ganz persönlicher Geschmack. Ja, hier seht ihr mal ein Bild, wenn das Licht aus ist. Und ganz oft habe ich reingeguckt und ich habe nur helle gesehen. Ja. Die dunklen haben sich praktisch mit dem Hintergrund verschwommen. Habe ja eine dunkle Folie hinten dran. Ja, gefüttert habe ich so zwischen 3 bis 7, 8 Mal täglich. Ja, je nachdem, wie ich gerade zu Hause war. Oft am Anfang mit so einem Futterring oben, dass sie sich an eine Futterstelle auch gewöhnen. Das hat ja, ziemlich gut geklappt.
Und so sind sie auch schön aufgewachsen, also keine Dampfaufzucht, das heißt ja immer kleine Mengen, ja, so dass die Wasserbelastung auch nicht so hoch war. Ich habe so alle 2 bis 3 Tage einen 10-Liter-Eimer gewechselt. Und dann kam der spannende Moment. Die Eltern waren ja schon wieder in ihrem Becken. 430 Liter, Amazonas to go, gibt es viele Videos drüber. Und dann kamen die Kleinen rein. Und ich wusste nicht, wie reagieren jetzt nach circa 8 Wochen die erwachsenen Tiere, wenn ihre ehemalige Brut da wieder ins Becken kommt. Und schaut euch mal das an, die sind völlig verunsichert. Wusste nicht, was ist da los, haben angefangen nach den Kleinen zu picken. Ja, also da war nichts mehr von, ich erkenne meine Babys wieder oder so irgendwas. Also das Gedächtnis scheint doch kurz zu sein bei den Tieren. Und sie haben teilweise sich sehr merkwürdig verhalten, so wie sie, ich hab sie so noch nie gesehen. Also, die haben sich dann auf die Seite teilweise gelegt und die Jungen angedroht. Und zwar so, wie sie es bei keinem anderen Fisch bisher gemacht haben. Also, da waren ja schon Schmetterlingsbuntbarsche mit drin, es sind Opisthokrama noch mit drin, die Crossus mit drin, also potenziell andere Zwergbuntbarsche, wo sie immer mal wieder so ein bisschen gerangelt haben. Aber dieses seitliche Androhen, das habe ich noch bei keiner anderen Art irgendwie festgestellt. Ich weiß nicht, ob ihr eine Erklärung dafür habt, warum dieses merkwürdige Verhalten hier plötzlich so ein bisschen, ja, zu sehen war. Ich kann es euch nicht sagen, aber auch da bin ich mal gespannt, ob ihr eine gute Idee habt. Ja, und mit diesen letzten Bildern, die große Gruppe von 12 ja, Jungtieren, 3 helle und 9 von den schwarzen. Ja, hoffe ich, dass ich euch eine Freude gemacht habe mit dem Video. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie die sich weiterentwickeln. Und mal gucken, wie viele ich hier im Becken lassen kann und wie viele ich dann doch noch irgendwie dann als größere Tiere dann weitergebe. Das ist noch nicht so ganz klar. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. Ja, damit ein freundliches Tschüss und macht's gut. Bis zum nächsten Video.